Oh, da ist ja auch schon jemand drin. Geil. Dann ist der Weg wahrscheinlich geebnet. Ich will mal schnell noch erklären, was das Ziel ist, sozusagen. Wir wollen Deal of the Century machen. Seeker of Change. The more the merrier. And who's in charge. Das und das sind, glaube ich, im Hauptgebäude. Seeker and the Moor sind in diesen kleinen Baracken, die wir hier sehen, hier und hier. Und alles andere dann im Hauptquartier. So, nicht wundern. Auch ein Umstand in diesem Spiel, was dieses Spiel mit sich bringt, ist, dass es manchmal halt nicht mit meinem GeForce Experience harmoniert. Nimmt dann einfach nicht, GeForce nimmt es irgendwie dann nicht mehr auf. Mal geht's nicht, jetzt geht's mal wieder nicht. Und ich muss ja erstmal einen Wegpunkt setzen. Wie war denn das? Achso, Rechtsklick. So. Aber ich habe jetzt dadurch, dass ich jetzt eine ganze Weile nicht gespielt habe, bin ich auch schon wieder ein bisschen raus. Ja, wie gesagt, manchmal nimmt es auf, manchmal nimmt es nicht auf. Jetzt habe ich es hier viermal versucht, nimmt es nicht auf. Habe jetzt das über OBS, nehme ich jetzt auf, was von der Qualität her aber nicht so schön ist, wie das über, sag doch, über GeForce Experience. Ja, da ist das Loch an der Wand, glaube ich. Bin auch schon ein bisschen raus wieder, wenn das ist schon, ja, ich weiß gar nicht, wie lange habe ich es jetzt schon nicht mal gespielt. Ein paar Wochen, zwei Wochen. Zwei Wochen, denke ich schon, sind es locker. Oh, nee, das ist nicht das Loch an der Wand, was ich meinte. Nee, das Loch meinte ich gar nicht. Sondern das andere, wo ich schon fast direkt drin bin, dann an der Baracke. Hm. Der Mate ist noch da. Man merkt, ich bin auch vom Flow her. Merkt man schon, dass ich hier nicht mehr richtig fit bin. Da wird übelst geballert. Oh. Irgendwie hat sich hier nicht wirklich was getan. Das geht mir auch auf den Keks, aber dieses mag ja realistisch sein, wie es will, aber es funktioniert in dem Spiel einfach nicht, es nervt nur. Sind die jetzt tot? Hat die einer erschossen? Achso, es ist ja nicht wie ein Tarkov, sondern man muss ja hier mal irgendwie so ein Schild bekommen, Alter. Close, Junge, ist das dumm. Ich erregt mal schon wieder auf, Leute. Echt. In der Zeit gehst du hier drauf mit so einer Kasper-Kacke. Ich wollte dem Spiel nochmal eine Chance geben. Ich wollte mal gucken, ob es nach zwei Wochen was besser geworden ist. Aber ist es irgendwie. Ich meine, momentan geht's schon so mit den Surfern? Also es ruckelt nichts, was ich jetzt hier sehe. Das wollte ich halt auch mal wissen, ob das beim PvE-Surfern halt so besser ist. Was? Auch ein Schlüssel?
Naja, aber so richtig rund läuft's auch nicht, muss ich sagen. Auch ein Schlüssel. Willst du mich verkackeiern, sag mal? Die haben doch gesagt, hier... Geh doch mal ins Aim. Und dann ist es in der zweiten Tür. Ne? Sensi ist aber auch irgendwie kacke. Schlüssel. Ach, diese Türen, Alter. Okay, hier haben wir das Bett mit Blut. Okay. Gut, das hätten wir jetzt. Wo ist mein Sample hin? Wo ist denn das Ding jetzt hin? Bitteschön. Hä? Wo ist denn das jetzt? Okay, hat sie scheinbar schon bekommen. Per Luftpost. So, jetzt müssen wir ins Nachbargebäude. Ah, die liegen ja auf dem Bett. Okay. Schnell das Ding. Oh, hat es schon angepackt? Okay, ist ja gut. Wenigstens was. Okay. Also nochmal. Das erste haben wir hier gefunden. Seeker of the Change haben wir bei 132. Ne, 141, 132. Und The More, The Merrier bei 131, 141. Ne, 141, 131. Oh, ich bringe das jetzt mir das mal durcheinander. So, jetzt müssen wir uns ins Hauptgebäude vorarbeiten. Lauf doch nur. Bei mir ist das immer so, dass ich, wenn ich renne, in Tarkov sozusagen, mit den Links-Rechts-Tasten noch ein bisschen meine Laufrichtung immer ein bisschen variiere. Aber sobald ich hier das machen will, geht das nicht. Da hört er sofort auf zu laufen.
Mach doch das Brett auf, du gottverdammtes, dämliches Spiel, Alter. Also das regt mir richtig hart auf, Leute. Also das geht mir so hart auf die Nuss. Sagt das Essen. Schau ihr Ugly Face, Alter. Deine Mutter soll mal ihr Ugly Face zeigen, Junge. War hier ein Mate von mir? Hat sich da gerade einer einen Hosenstall zugemacht oder was war das für ein Geräusch? Hä? Was ist denn da? Was sind das für Geräusche? Hier ist keiner von mir. So, nochmal. Okay, das haben wir jetzt. Was haben wir jetzt gemacht? Das war... Who's in charge? Das andere muss in der zweiten Etage irgendwo sein. Da klingt doch einer an den Türen. Office 2-1. Office 2-2, hier muss das irgendwo sein. Ich weiß zwar nicht, was hier sein muss. Lass nochmal gucken, was müssen wir hier holen. Das haben wir schon, das haben wir schon. Das. Ein Report. Das muss wahrscheinlich auch wieder irgendwie... Was latscht hier rum? Ah, ist das ein Report? Nee.
Okay, wird wohl nicht auf der Erde liegen. Splint, nimm doch mal den Splint. Ich weiß nicht, wo dieser gottverdammte Report liegt. Oh, ich hab einen Gürtel. Das ist auch irgendwie blöd gemacht, dass das hier so einfach so aus dem Nichts immer hier auftaucht. Man weiß gar nicht, wann ist ein Schluss, man kann nicht weitergehen. So, wo ist dieser Report? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwo drin liegt. Das muss doch irgendwo zu sehen sein. Ach, hier! Dieses halbe Etwas, was da aus dem Tisch rausgeguckt hat. Oh mein Gott. So. Jetzt müssen wir bloß noch rauskommen. Ich frage mich immer, wer hier geklimpert und geklackert hat an den Türen. Sie fallen immer noch eine Stunde später um. Okay. Fazit bis jetzt. Keine Ahnung. Ich meine, war ja einer schon vor uns durchmarschiert. Gerade im Hauptquartier haben wir es gesehen, da lagen viele Tote. Auf dem Weg dahin, hier und da mal vereinzelt ein paar. Ich habe so das Gefühl, dass es im PvE-Modus nicht so krass ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt der erste Eindruck. Wir haben jetzt hier 4 Quests am Stück gemacht. Und im PvP-Modus habe ich, was weiß ich, wie oft versucht, eine Quest zu machen. Und das ist manchmal schon zum Scheitern verurteilt, dass so, dass ich es aufgegeben habe. Aber hier scheint das jetzt besser zu sein. Ich weiß es nicht. Es ist, wie gesagt, der erste Eindruck, das erste Gefühl. Was mache ich hier überhaupt? Ich will zurück zur Basis. Negative. All birds are currently dispatched. Ach so, man kann ja das Ding wieder nicht direkt markieren. Man muss immer so einen kleinen Wegpunkt daneben auswählen. So, wie sieht es aus mit den Hubschraubern? Negative. All birds are in the air. Kann man denn nicht dann wenigstens mal sagen, okay, hier kommt gleich einer oder sowas? Du siehst drei Hubschrauber und er sagt ja, ja, alle Dinger sind in der Luft. So, und einer verschwindet gleich. Request denied. All available birds are in flight. Was? Negative. Ach, Alter, das nervt. Echt ohne Witz.
Ich will gleich mitfliegen. Es geht nicht. Halt, du Idiot! Blöder Hund. So ein Mist. Warum nicht? Ach, weil er wahrscheinlich aus der Map rausfliegt. Ach Mann, ja, fliegt da raus. Ach Mann, ist das dumm. Negative. All birds are in.